Bevor wir eine Online-Umfrage beginnen, müssen wir uns die Frage stellen, wer soll befragt werden? Und daraus ergibt sich auch ein bisschen die Frage, brauchen wir eine repräsentative Stichprobe oder nicht? Eine Zufallsauswahl als Basis für eine repräsentative Stichprobe ist im Internet eigentlich prinzipiell nicht möglich. Zufall bedeutet, jedes Element der Grundgesamtheit hat die gleiche Chance, in die Stichprobe zu kommen. Das ist im Internet meistens nicht der Fall, weil die Internetnutzer ihre Teilnahme an Umfragen durch Selbstselektion regeln. Das heißt, sie entscheiden selber, ob sie bei einer Umfrage mitmachen oder nicht mitmachen. Repräsentativität ist aber notwendig in bestimmten Bereichen der Marktforschung. Wenn Potenziale genau quantifiziert werden sollen, brauchen wir repräsentative Stichproben. Wenn wir Marktanteile erheben wollen, die Reichweiten von Werbeträgern, die Größe von Kundensegmenten oder Daten, mit denen wir nachher umfangreiche Prognosen durchführen wollen. Außerdem brauchen wir repräsentative Stichproben, wenn die Ergebnisse auch für Untersegmente analysierbar sein sollen. Ja, wenn Sie beispielsweise nicht nur eine Auswertung für die Gesamtbevölkerung machen wollen, sondern auch für spezielle Regionen, Altersgruppen oder Einkommengruppen, dann brauchen wir ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit. Wir können uns aber der Repräsentativität annähern durch Quotenvorgaben. Ja, wenn wir wissen, wie ein Merkmal in der Gesamtbevölkerung verteilt ist, können wir dafür sorgen, dass in der Stichprobe die gleiche Merkmalsverteilung vorliegt. Der gleiche Anteil zum Beispiel von Männern und Frauen wie in der Grundgesamtheit. Und mit Hilfe solcher Merkmale können wir auch eine Gewichtung vornehmen. Das heißt, wir können die Ergebnisse hoch- oder heruntergewichten und sie damit an die Daten von externen repräsentativen Studien angleichen. Typische Merkmale für eine solche Quotierung oder Gewichtung sind das Alter, das Geschlecht, die Bildung, aber auch die Region, ob die Leute in bestimmten Bundesländern leben, im Norden oder im Süden, eher in den Städten oder eher auf dem Land. Quellen für diese Daten sind die Daten des Mikrozensus, des Statistischen Bundesamtes oder auch der großen Studien wie der Medienstudien, wie zum Beispiel die MA, die Medienanalyse, oder die Argov Internet Facts, da diese Daten auf repräsentativen Stichproben beruhen, die bereits an die Bevölkerungsdaten gewichtet wurden. Aber wir brauchen nicht immer wirklich repräsentative Daten. Zum Beispiel nicht bei quasi-experimentellen Studien. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Anzeigen und Sie wollen herausfinden, welche Anzeige besser funktioniert. Dann befragen Sie eine gewisse Anzahl von Personen aus Ihrer Zielgruppe und teilen diese Personen in zwei Gruppen zufällig auf. Die eine Gruppe bekommt die erste Anzeige, die andere Gruppe die zweite Anzeige zu sehen. Nachher in der Analyse kann ich herausfinden, welche Anzeige besser bewertet wurde. Für ein solches Vorgehen brauche ich keine repräsentative Stichprobe, sondern nur eine ausreichende Anzahl von Personen aus der Zielgruppe, die ich zufällig der einen oder anderen Versuchsbedingungen zuordne. Ich kann auch Expertenbefragungen machen, wo es eher darauf ankommt, bestimmte Informationen zu bekommen, anstatt ein Meinungsbild in der Bevölkerung zu kriegen. Außerdem gibt es explorative Studien, wo ich mich mit Themen beschäftige, über die ich bisher wenig weiß und wo quasi jede Information, jede neue Idee, jede neue Erkenntnis wertvoll ist. Qualitative Studien fallen oft auch in diesen Bereich. Hier befrage ich nur wenige Personen, die aber umso intensiver mit einer höheren Informationstiefe, zum Beispiel mit Hilfe von offenen Fragen. Wie bekomme ich nun eine Stichprobe? Ein Verfahren für solche explorativen Studien ist das Schneeballverfahren. Eigentlich keine vernünftige Stichprobenziehung, aber für bestimmte explorative Studien durchaus geeignet. Sie schicken die Einladung zur Umfrage an Ihr Netzwerk, an Ihre Freunde, Bekannte oder auch an Ihre Facebook-Kontakte und bitten diese Personen,
die Umfrage auch noch weiterzuleiten. Mit der Zeit kommen dadurch immer mehr Interviews zusammen, aber Vorsicht, sie werden damit niemals eine repräsentative Abbild der Bevölkerung haben, weil ihre Netzwerke eben sehr homogen sind. Eine bessere Variante ist es, vorhandene Datenbanken zu benutzen, zum Beispiel Kundendaten oder auch eine Befragung von Mitarbeitern oder auch die Abonnenten eines Newsletters. Aus diesen Datenbanken können Sie auch eine Zufallsstichprobe ziehen oder Sie streben an, jeden dieser Kunden oder Mitarbeiter zu befragen. Das heißt, Sie streben eine Vollerhebung an. Ideal ist es dabei, wenn die E-Mail-Adressen schon elektronisch vorliegen und wenn Sie auch eine Einverständniserklärung haben, dass Sie diese Personen ansprechen dürfen. Achten Sie immer auf das Thema Datenschutz und auch auf die Akzeptanz der Umfrage bei den Adressaten. Ein kleiner Tipp: Kündigen Sie bei Mitarbeiter- und Kundenbefragungen die Umfrage vorher an mit einem offiziellen Brief oder einer E-Mail, die für Verständnis und Unterstützung wirbt. Vorsicht mit Daten von Adresshändlern. Diese Daten sind oft sehr teuer, nicht immer aktuell und führen zu einer geringen Ausschöpfung. Das heißt, nur wenige Personen tun tatsächlich bei einer solchen Befragung mitmachen. Dafür sind diese Daten zu teuer. Es gibt eine andere Möglichkeit, nämlich On-Site-Befragungen. Da werden die Befragten, während sie eine Website nutzen, zu einer Umfrage eingeladen. Entweder durch eine direkte Einladung, zum Beispiel über ein Pop-up oder ein Layer. Ja, Sie können zum Beispiel zufällig jeden enden Seitenaufruf auf der Seite zu der Umfrage einladen, so wie das hier stern.de mit den Nutzern auf seiner Website gemacht hat. Eine andere Möglichkeit ist eine indirekte Einladung über einen Banner. Da ist das Problem, dass natürlich nur wenige Leute von sich aus auf einen solchen Banner klicken. Das heißt, wir haben sehr geringe Klickzahlen und Conversion-Raten. Die liegen deutlich unter 0,1%. Das heißt, hier brauchen Sie sehr viele Sichtkontakte, sehr viele Page-Impressions, um auf eine auch nur überschaubare Anzahl von Interviews zu kommen. Vorsicht übrigens vor Incentives. Incentives sind Belohnungen dafür, dass Befragte bei einer Umfrage teilnehmen, zum Beispiel in Form von Geschenken, Verlosungen oder Gewinnspielen. Erstens gibt es viele rechtliche und organisatorische Probleme, die Sie lösen müssen. Zweitens gibt es eine Verzerrung der Stichprobe. Wenn Sie einen Douglas-Gutschein als Incentive anbieten, dann werden mehr Frauen bei der Umfrage teilnehmen als Männer. Außerdem steigern Incentives nur die Quantität, aber nicht die Qualität der Daten. Sie haben zwar mehr ausgefüllte Fragebögen, aber einige Befragte werden diese Fragebögen nur mit weniger Sorgfalt ausfüllen, weil sie eigentlich nur an dem Incentive interessiert sind. Deswegen gibt es noch eine andere Methode der Stichprobenziehung, nämlich die Nutzung von Access Panel. Und darüber werden wir im dritten Teil berichten.